So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Let's Multiplay. Diesmal sind wir hier in Trine 3 und mit dabei ist heute der aufkopierte, selten erreichte Hidan. Hallo. Sehr schön, ja. Du hast mich auch ein bisschen auf die Idee gebracht von dem Ganzen. Und ja, Trine 3 ist aktuell in der Early Access. Du hast die ersten zwei Teile schon gespielt, ne? Ja. Sehr schön. Und du warst begeistert. Sehr schön, okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ich bin komplett neu in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir können einfach mal hier die erste Mission gleich spielen. So, and who could the wizards mean? Bla bla, okay. Gut, wir starten einfach mal. Ist jetzt alles neu in 3D? Wer die alten Teile gespielt hat, die waren alle 2D, ne? Ja. Sehr schön. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Zwischendrin? Ich lauf hier gerade irgendwo lang. Da. Bin ich der Dicke? Ja. Ach, du bist noch dicker. Okay. Beide sind dicken. Ah, okay. Weil es nur Einführung ist. Ah, okay, ich bin gespannt. Ja, worum geht es? Ähnlich wie Magicka, ne? Ein bisschen. Ah. Ah, hier kann ich springen, okay. Schlagen. Gamepad, das Xbox Gamepad wird unterstützt. Das ist schon ganz cool. Ja. Wie läuft's denn mit dem Schild nach oben? Rechtsklick. Ich weiß nicht, was du mit Gamepad spielst. Ein Xbox Gamepad. Also auf A haben wir springen. Oh! Cool. Kannst du eine Powerbomb machen. Bam. Ah. Sprinten kann ich auch. Was ist hier? Okay, ist das alles zerstörbar? Das ist doch schnell. Okay, jetzt aber anscheinend ist es nicht screengebunden, sondern wir können wirklich uns frei bewegen. Ja. Das ist schon ganz cool. Das heißt, ich kann auch 3 Kilometer vorlaufen und du bist nach hinten irgendwo sequenzt. Ja, die Dreiecke hier. Ja. So aufleuchten, das sind die Erfahrungspunkte wahrscheinlich in dem Teil. Ah, okay. Ja, wir haben ein bisschen dazu auch sagen, wir haben quasi direkt frisch angefangen, ohne irgendwelche. Oder irgendwas vorzuspielen. Oh. Boah, das wird aber auch schwer, ey. Alter Schwede. Wenn du hier mal daneben springst, dann. Oh. Ach, wie ist das, was wir auch schon mal gespielt hatten hier? Wie ist denn das Spiel noch? Mit dem. Rayman. Rayman Legends. Genau. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Wo bist du denn hingelaufen? Ah, cool. Ich bin noch hinter dir. Die sind einfach zu dick. Sind das die riesigen Wassermelonen? Ach, mit Y. Ja, okay. Ich muss hier irgendwie Y drücken. In Richtung. Moment. Ach, da, um da hochzukommen. Ja. Ah, okay, ich muss nach oben drücken, dabei. Gibt's da ja andere Charaktere, gibt's ja auch noch, ne? Ja, ja. Jetzt sowas wie das Tutorial. So. Okay. Oh, da kann ein Wandsprung machen. Ein Wandsprung? Hm, von der Wand sich so abspringen. Ah. Ich hänge noch ein bisschen in der Wand fest gerade. Boing. Was waren jetzt hier unten noch? Anschweiler. Ich habe da unten schon was aufgemacht. Da waren ein paar Kisten. Ein paar Fässer, da haben wir diese leuchtend gelben Zelda-Dreiecke bekommen. Das ist nur so ein Horn. Mal gucken, ob wir es pusten können. Ja. Wahrscheinlich kommen dann gleich Horden von Gegnern, die uns zerfetzen. Nee, geht nicht. Oh, ich kann es auch runterfallen lassen. Oh. Ach, da ist ein Punkt drin. Ah. Ah, das sind fiese Verstecke. Mhm. Aber das ist ganz charmant gemacht, finde ich. Ah, hier kommt diese sagenumwogene 3D-Szene aus dem Trailer. Ne? Jetzt springen wir gleich mal hin. Weißt du, wie es funktioniert? Ich soll A drücken. Was ich dann machen muss, weiß ich noch nicht. Ah, cool. Ah, nice, ey. Hui. Erinnert mich ein bisschen ans Fallschirmspringen in GTA. Nur, dass du es hier kannst. Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Ich glaube, hier oben ist noch was.
Komm ich da irgendwie hoch? Naja, ein bisschen schwerer. Ah, okay. Oder? Ja. Okay. Dann müssen wir hier rüber jumpen. Ja. Oh, das war knapp. Hab ich nur knapp tot, glaube ich. Achso. Juhu! Da bist du schon wieder da, sehr schön. Wo bin ich denn? Du siehst du mich dann, ich bin tot. Echt? Ja, ich muss warten, bis du den nächsten Checkpoint erreichst. Ach so. Ja. Ah, ich kann mit dem rechten Stick kann ich das Schild hochheben. Warte mal. So, kann ich hier noch was drin ist. Ne, hier ist nichts drin. So. Oh. Oh, das war. Da ja. Bin ich wieder. Ah, jetzt ist ja. Also. Ah, sind wahrscheinlich diese leuchtenden Dinge, die Checkpoints. Diese Niederleuchten, ne? Diese Laternen, okay. Fliegst du seitlich gerade? Ja. Es ist erstaunlich, dass das Schild unser Gewicht aushält, aber. Wow. So. Ah, geht's weiter. Okay. Geil. Ist irgendwo, wo es weitergeht? Ach ja. Nach links? Mhm. Ah. Oder? Wieso hast du nur noch so wenig Leben? Weiß es nicht. Hm. Ja, wo geht's denn hier weiter? Oder geht's hier gar nicht weiter? Ach, das war vielleicht nur ein Bonus. Ach so, okay. Oder ist da oben die Sonne? Mal andere Richtung probieren. Oh, shit. Bist du runtergefallen? Ich bin hier vorne runtergefallen, da bei den Zaun. Ah, da geht's halt, okay. Nee, oh. Doch nicht, ich bin tot. Aber es könnte da oben lang weitergehen. Da geht's lang, aber wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts. Ich bin an der Brücke vorbeigelaufen, die hast du nicht gesehen durch die Wand. Ah, oh, warte. Ach, das bin ich hier vorne. Oh, jetzt müssen wir das Schild hochhalten, okay. Nein! Oh! Der einzig schmale Grat. Ah, nicht fall runter. Super. Ich bin gespannt, ob es irgendwie noch so ein Teamplay gibt, also dass man wirklich Sachen zusammen machen muss irgendwie. Ja, das kommt aber meistens später. Nice. So. Achso, kann ich hochlaufen. Ach du Schande. So. Ich bin immer noch tot, okay. Guck du mal auf die Fässer da oben. It's magic. Irgendwo. Aber ich kann's Wiederbelebungspunkt oder irgendwas? Ich glaube da hinten oben ist irgendwo einer gleich wahrscheinlich. Hoffen wir's mal. Zum Checkpoint zurückkehren, wieder statt Level normal. Ansonsten kannst du ja kommentieren. Ja, also wir sehen jetzt hier dann, wie er lustig von Dreieck zu Dreieck springt mit seinem Schild. Leicht überwichtig ist unser Held auch noch. Und ja. Also leicht überwichtig ist noch untertrieben in diesem Fall. Wir sind zu tief in den Krug reingeschaut letzte Nacht. Ich bin gespannt, ob wir die 48 Dreiecke in diesem ersten Level, 150 Dreiecke finden. Das ist wie die Jagd auf die Pokémon damals. Das finde ich zumindest. Findet sie alle. Und witzigerweise, ich habe letztens in der Rot, also ich habe ja Pokémon Rot gespielt, ich habe es ja schon mal erzählt, ich bin ja mit Pokémon auch aufgewachsen. Und ich wusste, dass es sowas, diesen Bug gibt, also Missing Mode zum Beispiel. Den kennt ja jeder. Den kennt jeder, ja. Was ich aber nicht wusste, man kann auch Mew freischalten. Und das sogar relativ am Anfang. Es gibt da auch einen ja, Glitch, kann man eigentlich sagen, wobei der wirklich Level, als Level 7 Mew dann erscheint. Man muss sich einen Abra fangen. Sich einen Teleport organisieren, also Teleport machen, dann muss man ein paar Trainer sich vor denen wegteleportieren. Und dann läuft man über die Brücke mit diesen fünf Trainern, die man besiegen muss. Und am Ende kommt der eine vom Team Rocket. Und auf der Brücke dann erscheint dann ein wildes Mew. Und das ist, Schande. Ja. Oh,
Ach, nicht alleine kämpfen. Ach, Scheiße. Ja. Oh. Die sahen ziemlich stark aus. Ja. So. Ach, das ist schon da. Ja. Sehr nice. So. Jetzt gibt's hier auf die Fresse! Hier wird noch ein Lambok gebraten. Hier am Feuer. Ja, ziemlich das andere Seite. Haben wir alle besiegt? Nice. Also. Ja, du bist auch ganz schön außer Atem, schon sehe ich. Mm. Hast du einen Ton irgendwie? Der da redet? Nein. Auch nicht. Ich sehe nur, dass er den Lambok gerade befreit hat. Ah, jetzt kommen die schlanken Helden. Dieben. Dieben? Ja, mhm. Guck mal, die. Ach, jetzt spielen wir. Ah, jetzt. Cool. Okay, jetzt hier höher ziehen. Ich weiß nicht, wie du längst. Ja, ich hab gerade mal. Also, ich kann auf jeden Fall mit dem rechten Stick. Kann ich zielen. Dann kann ich mich bewegen, okay. Ja. Ah! Cool. Ich kann sogar so ein Seil benutzen hier, so ein Enterhaken. Hops. Und jetzt? Bitte, wir müssen diese roten. Ja? Ach, mehrere Schüsse hat sie braucht wahrscheinlich. Ja. Okay, also die Kameraposition ist manchmal ein bisschen verwirrend. Finde ich. Ach, Quatsch. Alles andere Sache. Ja, schieß doch da hoch, Mädel! Ruckel ich da die auch so komisch rum? Ja. Okay, dann liegt das wohl wahrscheinlich am Gamepad. Oh, ups. Ja, das ist ein Stück. Okay, und daran. Wie hast du es ausgelöst? Oben drauf gesprungen auf die Stange da über den Ding. Ja. Also ich glaube, der dicke Krieger wird nicht so mein Charakter. Was ist denn hier? Oh. Ich dachte, kann ich nicht gerade drauf springen? Oh. Irgendwie drauf schießen? Scheiße. Ach, du musst da oben rauf springen, ne? Mhm. Ob ich das auch schaffe. Ah, ey. Kann ich da oben fest, Mädel? Hm. Ah, nice, okay. So. Okay. Ich habe so das Gefühl, wir sind irgendwie im Schlangenreich. Ja, wieso? Okay, ja, Looping machen hier. Looping! Was hier oben schon in dieser geheimen Kammer? Ja, ne? Hier kein Karo, meinst du, ja? Der Anfang das. Ja, ja, da war irgendwie. Oh. Juhu! Oh! Achso, muss einfach nur. Hä? Okay. Bin ich jetzt gestorben? Ja. Achso, Scheiße. Boah. Es ist ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, die einzelnen Charaktere. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Aber das bist ja schon von mir gewohnt, dass ich überall sterbe. Das hat mir letztens noch gespielt, wo ich auch ständig gestorben bin. Außer GTA. Alles andere? Was ist das denn hier? Das leuchtet nur. Ah, warte. Am rechten Stick. Ah, mit der Maus kann ich ihn. Ah, das ist nice. Weißt du, wann ich mich da hochgekommen bin jetzt gerade auch? Oho. Ich bin hinter einer Wand gewesen. Ah, okay. Ups.
Obst dann an. So. Das ist ja cool. Hm? Was denn? Die Wände hoch. Mit den Seil kann ich hier Teile ziehen. Wir müssen uns hier draufstellen. Ah! Die einen müssen uns draufstellen, die anderen müssen wir ziehen. Wir aber auch beide gleichzeitig einfach losspringen. Kommst du? Ja. An der Wand kannst du entlang klettern. Jetzt. Was sagst du mir jetzt? Siehst du's? So macht man das dann. Ja, verdammt. Okay. Puh, das war knapp. Ah, okay, wieder hier. Okay. Okay, beweg dich. So. Ich seh mich nicht mehr. Ah, jetzt bin ich tot. Ich auch, oder? Nee, doch nicht. Noch nicht. Musst du irgendwie an die Seite ranspringen. Mm. Jetzt bist du tot. Irgendwann wieder aufschlägst. Muss man eben kurz so. Muss man eben meinen Steam-Broadcast ausschalten. Jetzt hätte ich nämlich ganz irgendwie alles geleckt hier so ohne Ende. Ach nein, ernsthaft? Tada! Nice. Ja, wieder. Sehr schön. Du machst die Arbeit, ich lauf einfach los. Ach, scheiße. Hä? Kann ich dir helfen? Oh, nee. Ah, warte mal, hier ist sowas. Cool, ich kann das selbst spinnen. Ach. Jetzt ist es einfach rangelaufen, ne? Oder? Ja, da konnte ich das dann anklicken. Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Oh. Ja, wenn ich Frauenarbeiter. Ja. Ich finde das gut, dass es hier nicht darum geht, wer die meisten Kristalle sammelt, sondern dass man es gemeinschaftlich einsammelt, das Ganze. Oh, Zwischensequenz? Weiß ich nicht. Bei mir ist alles gerade blau. Wie gesagt, du Alexas. Ja. Moment. Oder musst du erst reinlaufen? Ich hab mein PC und nicht mal meinen Charakter da. Da kam dann wieder eine Sequenz und dann warst du weg. Jetzt wird aber schon noch dunkler. Ja, jetzt geht's weiter. Ah, sehr schön. Ah, jetzt kommen die alten Herren hier. LT? LT, ich drücke LT. Oh. Achso, auf Tabulator wird alles angezeigt, was du benutzen kannst. Okay. Da steht ein Stuhl hier. Nice. Warte mal, LT ist doch. Da bist du hier. Da werden nur solche Kreise angezeigt, siehst du es? Ach, da, jetzt sehe ich sie ja. Ah, nice. Sehr witzig. Ich werde dich, Surfbrett! Stuhl in den Kampf! Wo bist du? Bitte. Ach da. Kann ich die jetzt werfen? So raus, wie ich das nicht benutzen kann. Oh. Ah. Ah, jetzt müssen wir noch eine Stampe, okay. Ah, ich kann sogar höher fliegen lassen, siehst du? Ich kann das Ding lenken hier. Mit X hätte ich das. Ah! Okay.
Da musst du einfach oben drauf setzen. Ja, ich muss mal die Steuerung mit der Tastatur entwickeln. Nein, nicht runterrollen. Okay. Mist. So. Och Mann! Blöder Magier. So. Ist dem auf den Kopf gefallen. Mit Y kann ich was erschaffen. Ah. Au! Wie kannst du die runterschmeißen? Leertaste, klicken einfach nur, so, aber anscheinend ja. Nur mit den anderen Gegenständen dann. Ja. Ich glaub, bei mir ging es jetzt mit X irgendwie. Oh, aber das sieht schön aus, oder? Ja. Das ist echt schön umgesetzt. Also. Bleib doch mal stehen, Flo! Entschuldigung. Warte. Was hast du? Matschen. Ich glaub, du kannst. Lauf du mal drunter, Flo. Warte, okay. Ich kill mich aber selber. Ah, geht nicht. Wie ist Flo sicher? Ja, das Spiel ist wirklich Flo sicher. Was mach ich jetzt hier? Ey, was hast du jetzt gemacht? Achso, ich kann nicht zu weit von dir weglaufen, folg mir mal. Ja. Da war ein Punkt, konnte ich aber nicht erreichen, weil du zu weit weg warst. Ah, okay. Auf der Aussichtsplattform von mir? Auf der. Wir haben schon. Achso. Anscheinend gibt es doch so eine kleine Begrenzung, wie weit man weg kann. Ja. Wie ist das jetzt gemacht? Wie ich das jetzt mal gemacht? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Achso, ich glaube, die Layer, okay. Wir sind übrigens über noch in diesen Kisten. Diese Kisten sind, glaube ich, noch überall. Nein, ich bin runtergesprungen. Das bin ich. Wollte den Punkt einsammeln, ich wusste nicht, dass man dann tot ist. Achso, das warst du, okay. Ja. Ich glaube, du musst durch die Tür, die ich da unten aufgemacht habe, durchgehen. Ja. Oder reingehen, ich weiß es nicht. Ja, das ist manchmal. Das, hinten, das ist eine Tür. Warte. Ja, ich will nur kurz gucken, ob hier noch irgendwelche Kristalle drin sind. Ja. Da oben ist die Tür. Ab in die Captain-Koje. Hallo? Oh. Juhu. Irgendwas vergessen? Ja. Ah, okay. Du hast einen. Ja. Und Doppelsprung machen. Nur hoch genug springen an die Kante, dann klettert er hoch. Ja. Ah, jetzt bist du wieder da. Kann man was erschaffen? Wie war das? Ja, ich hab bei mir Y gedrückt. Warte. Ich spiele auf dem Gamepad, das ist ja. Hm. Nichts einfach mal hin. Ah, geklappt. Sehr schön. So. Ah, okay. Verstehe. Ich muss die Brücke hier oben aussehen. Ausreißen und reinlegen. Und das ist ja simpel. Noch. Noch, ja. Ist das so ein Rätselspiel? Wird noch, ja. Okay. Warte mal, hier ist irgendwas. Mhm. Hör mal da drauf. Achso, ja. Ja. Ach, auf F mache ich das. Jetzt auch das gekriegt? Oder hast du das jetzt selber? Nee, das habe ich selber gemacht eben gerade. Hier oben was drauflegen. So, ne? Ja, mir ist das zugeblieben. Echt?
Kannst du durchkommen? Nee, lauf mal weiter. Okay. Jetzt spawn ich dann irgendwo bei dir. Ja, ich guck mal. Aber. Ist ein Tief. Ah, jetzt bin ich bei dir. Ich frage, wie wir unten reinkommen, wie ist das? Wir müssen an der Kegel stehen. Achso, ja, schnell mal rein hier, das Ding. Ah. Will runter? Müssen wir hier runter? Nee, von da sind wir gekommen. Da müssen wir hier oben irgendwo lang. Moment. Bring mal ein bisschen. Muss schon den liegen lassen. Naja, aber der ist hier rausgerollt. Warte. Versuch den mal so reinzulegen, dass wir ihn. Ach, was. Oh, diese Aussicht! Ja! Springen! Oh, Riesenschildkröten! Cool. Oh! Und irgendwas kommt auf uns zugeschwebt. Das ist das Train. Ah. Du Schwein! Ich meine, wir sind ein Magier und wir haben Angst vor so einem fliegenden Ding, ne? Ja, du wüsstest, was das kann, dann hättest du Angst. Ich weiß nicht, ich bin komplett ahnungslos. Aber ich höre jetzt auch keine Dialoge. Ich auch nicht. Gib mir die Macht. Oder ich erzähl's deiner Schwester. Ah, jetzt sieht man. Aber ich wollte doch nur dieses Lamm essen und retten. Und ich wollte ein paar Diamanten klauen. Ups, hehe, hab ich fallen gelassen. So. Das also Ding sorgt dafür, dass du dich verwandelst in drei Leute. Ah, nice, okay. Ja, sehr schön. Da haben wir auch schon die erste Folge erfolgreich bestanden. So, sehr schön. Ja, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Oder Hidan? Ja. Hashtag Hidan Fanclub. Gucken wir, was uns in der zweiten Episode so erwartet.